passt gut zu dem Titel der Predigt heute. Wir sind in einer Predigtreihe. Du kannst auch die Folien starten. Die Reihe heißt Vollbracht und wir predigen entlang des Passionsweges, der Leidensgeschichte von Jesus. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit dem Abend vor der Kreuzigung. Die Juden sagen dazu der Sederabend, das Passafest, wo Jesus das Abendmahl einsetzt, haben über das Abendmahl gesprochen und nachgedacht, was es bedeutet. Und heute geht es weiter in diesem Leidensweg, in dieser Passionsgeschichte, in diesen letzten 4 Tagen. Es waren ja nicht die letzten 4 Tage, aber die 4 Tage rund um Kreuzigung und Auferstehung. Genau, und das passt auch gut. Natürlich ist es jetzt auch gerade Passionszeit, ne? Wir gehen auf Ostern zu. Es passt auch gut zur Taufe, weil das, was heute mit der Taufe ausgedrückt wurde und gesagt wurde, das ist das, was Jesus getan hat, was er am Kreuz getan hat, wo er sagt, das ist, was ich letzten Sonntag gesagt habe, mein Fleisch und mein Blut, was ich für euch gebe, das feiern wir im Abendmahl. Aber auch die Taufe hat dieselbe Bedeutung. Ich bin mit Jesus gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Heute geht es weiter, König und Richter, Gefangennahme und Verhör. Wenn ihr das nachlesen wollt, es wird in allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes beschrieben. Für die nicht so kundig sind oder nicht so häufig in der Bibel lesen, die Geschichten von Jesus und auch seine Leidensgeschichte werden von 4 verschiedenen Autoren erzählt. Vieles überschneidet sich, aber manches ist auch bei den Evangelisten, so wie man sie nennt, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, ein Stück anders. Ihr könnt es nachlesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Da geht es dann los, nachdem Jesus das Abendmahl gefeiert hat, geht er mit seinen Schülern zusammen in den Garten Gethsemane an den Ölberg. Und dort hat er eine richtig schwere Zeit. Er ringt, er betet und wird dann verraten und kommt dann anschließend ins Verhör vor die Schriftgelehrten und auch vor Pilatus, den Statthalter, und vor Herodes. Genau, das könnt ihr nachlesen bei Lukas 22 und Kapitel 23. Es gibt viele verschiedene Könige und Richter und Jesus stößt in dieser Geschichte eben auch am Ende von dem, worüber wir heute sprechen und was wir heute lesen, stößt er auch auf Könige und Richter, auf Pilatus, auf Herodes, auf diejenigen, die das Sagen haben, die das Sagen hatten. Damals. Und sie verurteilen ihn am Ende und er lässt es auch geschehen. Ich komme da später noch drauf, warum. Aber wichtig ist, dass hier deutlich wird in diesem Verhör, in der Gefangennahme und Verhör, dass der eigentliche König und der eigentliche Richter Jesus selber ist. Amen. Er ist der König der Könige. Der Richter der Richter. Und er wird am Ende über alles herrschen und regieren. Die Bibel sagt, er wird wiederkommen. Er wird seinen Fuß wieder auf diesen Ölberg setzen. Und dann wird er als Herrscher kommen. Und er wird regieren über die ganze Erde. Und alle Könige und alle Herrscher dieser Welt werden sich vor ihm beugen. Jeder von uns wird seine Knie beugen müssen vor dem Herrn der Herren und vor dem König der Könige. Eine für mich sehr interessante Passage oder Geschichte in diesen Tagen oder an diesem Donnerstagabend und dann auch an dem Freitag ist die Person Petrus. Jesus sagt ihm schon, während sie Abendmahl feiern, Petrus war ja immer ein bisschen großspurig und hat gesagt, also Jesus, wenn alle dich verraten, ne, das alles sind Waschlappen hier, sag ich mal, alle 11, ne? Denen traue ich da schon zu, dass sie sich nicht zu dir stellen. Aber ich, sagt er,
Ich werde dich auf keinen Fall verraten. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen und ich werde sogar für dich sterben, sagt er. Und dann muss Jesus ihm die Wahrheit sagen. Und sagt Petrus, nein, du überschätzt dich. Das passiert nicht. Sondern noch ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus sagt, auf keinen Fall, nie werde ich das tun. Aber er muss diese Lektion lernen. Und ich denke, also für mich war es schon oft diese Geschichte von Petrus, gerade sein Versagen, sage ich jetzt mal, an diesem Punkt, sehr wichtig und sehr tröstlich als Leiter. Aber ich glaube, es ist für jeden von uns wichtig, zu erkennen, aus eigener Kraft, mit unserem eigenen Willen, mit unserer eigenen Entscheidung, sind wir nicht fähig, Jesus nachzufolgen. Wir schaffen es nicht. Keiner von uns. Sondern wir brauchen seinen Heiligen Geist dafür, brauchen seine Gnade dafür. Und wenn wir uns, wenn wir zu sehr, sag mal, mit uns auf unsere eigenen, mit unserer eigenen Kraft rechnen, dann müssen wir erstmal demütig werden. So wie Petrus. Und das war eine schwere Lektion für ihn, dass er erkennen musste, er schafft es nicht und er hat versagt. Er hat, genauso wie Jesus es vorhergesagt hat, ihn dreimal verleugnet. Aber schön ist, dass Jesus schon vorher sagt, ich werde für dich beten. Oder ich habe schon für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Ist das nicht cool? Dass Jesus selber für uns betet? Dass er zu uns steht und gerade dann, wenn wir schwach sind, gerade dann, wenn wir versagen, dass er sagt, ich bete für dich, ich stehe trotzdem zu dir. Und ich werde dafür sorgen, dass du wieder an den Punkt kommst, wenn du gedemütigt wurdest und wenn du erkennen musst, dass deine Kraft nicht ausreicht, dass du in deine Berufung kommst. Und so war es bei Petrus auch. Er wurde wiederhergestellt. Das kommt dann später nach der Auferstehung. Auch eine sehr schöne Geschichte, da gehe ich heute nicht drauf ein. Aber Gott stellt uns wieder her, wenn wir schwach geworden sind. Ist das nicht schön? Und er sorgt dafür und er betet für uns und er gibt uns die Kraft dafür, wiederhergestellt zu werden, wenn wir versagt haben. Jesus sagt, dass Petrus, er sagt ihm das voraus, dass er ihn verleugnen wird und dann kommen sie eben an dem Abend in den Garten Gethsemane und Jesus betet auf eine Art und Weise, wie er vorher noch nie gebetet hat. Das heißt, er zog sich alleine zurück. Und er betete so inniglich und sagte, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will nicht ans Kreuz gehen. Er hat diese, ich weiß nicht, was er gespürt hat, er wusste ja schon lange vorher, dass das seine Bestimmung ist. Er hat das seinen Schülern oft gesagt, dass er gesagt hat, ich bin deswegen hier, damit ich ans Kreuz gehe und ich muss leiden. Das hat er ihnen viele Male gesagt. Aber dann kam der Punkt, wo es kurz bevorstand und dann sieht man hier Jesus als Mensch, der solche Angst hatte vor diesem Leidensweg, vor diesen Folterungen und vor diesen Qualen. Und ich weiß nicht, ob er nur vor den körperlichen Qualen und Folterungen Angst hatte. Vielleicht auch, weil er wusste, dass sich der Vater in dem Moment, wo er am Kreuz hing, von ihm abwenden würde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war vielleicht sogar das Schlimmste, wovor er Angst hatte. Und er sagte, ich möchte das nicht erleben. Diese Schmerzen, diese körperlichen Schmerzen. Und dass du dich von mir abwendest und dass die ganze Schuld der Welt auf mir liegt. Und er ringt und er betet eine lange Zeit. Aber Engel kommen und stärken ihn. Leider haben ihn da auch alle seine Schüler im Stich gelassen. Er hat gesagt, komm, steht auf. Dreimal ging er zu ihnen und sagte, hey, warum schlaft ihr schon wieder? Betet mit mir zusammen, ich brauche auch euer Gebet. Und ihr sollt auch für euch selbst beten, und nicht, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Aber sie schlafen. So sind wir halt manchmal als Menschen. Ne? Eigentlich, wenn wir beten sollten, schlafen wir. Aber Jesus ringt für uns dort in diesem Garten. Und er ringt den Sieg. Ich glaube, den Sieg hat er da errungen, gegen den Teufel und gegen die ganze Macht der Finsternis. Er hat gesagt, jetzt ist die Stunde der Finsternis gekommen, als sie ihn gefangen nehmen.
Aber hier hat er den Sieg errungen. Und dann ist er erhobenen Hauptes in das Verhör gegangen, in die Folterungen und ans Kreuz. Und es kommt nicht auf unsere Stärke an. Auch hier sehen wir es wieder, nicht auf unser Gebet, nicht auf unsere Kraft, sondern auf ihn allein, oder? Auf das, was er für uns dort errungen hat. Schon im Garten Gethsemane und dann am Kreuz. Jesus hätte ja zu jeder Zeit, als er gefangen genommen wurde und auch jederzeit am Verhör und letztendlich auch am Kreuz, sagen können, so jetzt ist Schluss, jetzt demonstriere ich hier meine Macht. Hätte er das tun können? Ist doch faszinierend, wenn man die Gefangennahme sieht. Die Soldaten kommen ihnen entgegen und fragen, wer von euch ist Jesus von Nazareth? Und Jesus sagt, ich bin es. Und wisst ihr, was geschah? Ihr habt es ja gelesen, die die Bibel kennen. Was geschieht, als er sagte, ich bin es? Die Soldaten fallen alle um. Ich bin es. Puh. Fallen alle hin. Da hat er so ein Stück weit seine Macht demonstriert, nur dadurch, dass er seinen Namen oder dass er sich dazu gestellt hat, wer er ist. Und er hätte, das sagt er selber, ich hätte jederzeit eine ganze Garnison von Engeln herbeirufen können, dagegen hättet ihr gar keine Chance gehabt. Aber er hat bewusst auf seine Macht verzichtet. Warum? Weil er ein größeres Ziel vor Augen hatte. Ich glaube, das ist immer so, ich weiß nicht, wie bei euch, wie ihr damit umgeht, mit dem Thema Verzicht. Wann kann man auf etwas verzichten? Wenn man ein größeres Ziel hat. Wenn man weiß, warum ich das tue. Und Jesus wusste ganz genau, ich verzichte hier auf meine Macht, die ich jederzeit hätte ausüben können, weil ich das größere Ziel vor Augen habe, nämlich uns alle zu erlösen und wieder mit Gott zu versöhnen. Er hat nicht an sich selbst gedacht. Er hat an dich und an mich gedacht in dem Moment. Und deswegen hat er verzichtet. So stark, oder? Wenn Menschen auf etwas verzichten können, um anderen was Gutes zu tun, um jemand anderem zu dienen und den größten Dienst, den je einer getan hat, war Jesus, als er ans Kreuz gegangen ist, weil er hat uns erlöst von der ewigen Strafe, vor dem ewigen Verderben. Wow. Das kann man gar nicht genug, darüber kann man gar nicht genug nachdenken und wertschätzen. Und deswegen hat Jesus geschwiegen bei allen Anklagen, deswegen hat er sich nicht verteidigt. Er hat auch seine Schüler aufgerufen, die Schwerter wieder einzustecken. Petrus geht noch hin und haut einem der Soldaten das Ohr ab. Und was macht Jesus? Er nimmt das Ohr, hält es wieder hin und selbst in seiner Gefangennahme heilt er noch den Soldaten und sagt, Petrus, steck das Schwert ein. Gott wird seine Macht irgendwann einsetzen. Das lesen wir auch in der Bibel. Wir lesen es schon in vielen Geschichten im Alten Testament, wie Gott seine Macht eingesetzt hat. Und wir lesen es auch am Ende in der Offenbarung, wie Gott seine Macht demonstrieren wird. Das wird krass. Für uns wird es gut, die wir an ihn glauben, die wir an Jesus glauben. Aber für die, die nicht an ihn glauben, die sich ihm widersetzen, wird es heftig. Gott wird seine Macht demonstrieren. Ich lese jetzt zwei Texte, einmal vom Lukas, eben aus Kapitel 22 und dann noch vom Markus. Wenn du der Christus bist, der von Gott erwählte Retter, dann sag es uns. Er erwiderte, wenn ich es euch sage, werdet ihr mir nicht glauben. Und wenn ich euch etwas frage, dann werdet ihr keine Antwort geben. Doch von nun an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Wow. Jesus steht da aufrecht, in dieser Szene vor den Schriftgelehrten, vor den Hohepriestern.
Und er macht klar, wer er ist. Ich werde mich an die rechte Seite Gottes setzen. Und dann werde ich die Macht, meine Macht einnehmen. Jetzt verzichte ich drauf. Und ich weiß, dass es gar keinen Zweck hat, wenn ich mich hier versuchen würde zu verteidigen, weil ihr würdet mir sowieso nicht glauben. Jesus kannte die Herzen von denen, die ihn angeklagt haben, die ihn verfolgt haben. Er weiß das von jedem von uns. Er kennt unser Herz. Und er hat klargemacht, wer er ist. Der Menschensohn wird sich an die rechte Seite des allmächtigen Gottes setzen. Und dann aus Markus. Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort auf die Anklagen, die gegen ihn vorgebracht wurden. Darauf fragte der oberste Priester ihn, bist du Christus, der versprochene Retter, der Sohn Gottes? Ich bin es, sagt Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Jesus wird wiederkommen. Ich bin so froh, dass er die Herrschaft einnehmen wird. Und wir warten darauf und wir rechnen damit. Und das kann jederzeit geschehen. Jesus muss sich nicht verteidigen, er muss sich nicht rechtfertigen. Er weiß, wer er ist. Er ist der Retter und er ist der König und er ist der Richter. Wir haben es vorhin auch in dem Glaubensbekenntnis miteinander bekannt. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir alle, jeder einzelne von uns, muss Rechtfertigung geben. Es heißt sogar an einer Stelle, dass wir uns, jeder von uns, für jedes Wort, was wir gesprochen haben, rechtfertigen werden müssen. Oh, das wird eine lange Gerichtsverhandlung, oder? Milliarden von Menschen, jedes Wort, was wir gesprochen haben, puh. Ich bin so froh, dass wenn ich vor Gott stehen werde, vor meinem Richter, dass ich weiß, ich stehe nicht nur vor meinem Richter und meinem König, sondern auch vor meinem Retter. Und dass ich habe viele Worte gesprochen und nicht nur Worte gesprochen, auch Dinge getan, die mir so unendlich leid tun. Ich weiß, ich kann viele von den Dingen nicht wieder gut machen. Eigentlich kann man nichts wieder gut machen. Aber ich bin so froh, dass ich einen Retter habe, der für mich einstehen wird. Dass ich Jesus an meiner Seite habe, der sagt, ich habe mein Blut für dich vergossen. Ich habe dich gerettet. Und ich habe die Strafe, die eigentlich für dich gewesen wäre, habe ich getragen. Ist das gut? Das soll uns zwar nicht, sag mal, gleichgültig oder nachlässig werden lassen, so nach dem Motto, nur dann ist ja sowieso wurscht oder egal, was für Worte ich spreche oder was für Dinge ich tue. Ich glaube auch, derjenige, der wirklich versteht, was da geschehen ist, dass Jesus dieses Opfer und diese Qualen und diesen Kreuzestod für mich erdulden musste, der wird es auch nicht mehr leichtfertig nehmen. Und sagen, wenn du, Jesus, an meiner Stelle solche Schmerzen haben musstest, so eine Strafe auf dich nehmen musst, dann kann ich nicht mehr leichtfertig sündigen. Oder einfach so tun, als wenn es keine Bedeutung hat, was ich sage, was ich tue. Gott muss sich nie rechtfertigen für das, was er tut, oder? Muss sich Gott rechtfertigen? Viele Menschen tun zwar so oder reden mit Gott so, oder über ihn so, als wenn er sich rechtfertigen müsste. Aber Gott sagt mal, an einer Stelle, zum Beispiel im Römerbrief steht, wer kann Gott anklagen? Kann jemand anklagen den Töpfer, was er mit seinem Ton macht? Nö. Der kann ihn auch alles wieder zusammen klumpen und was Neues draus formen, heißt es da. Ein Töpfer kann mit seinem Ton machen, mit der Welt und mit uns Menschen, was er will. Er muss uns dafür keine Rechenschaft geben. Als Hiob zum Beispiel in dieser Leidensgeschichte im Alten Testament, im Buch Hiob, als Hiob und seine Freunde so viel Anklagen gegen Gott vorbringen
und sagen jetzt: Gott, jetzt erklär doch mal endlich, warum du dieses ganze Leid zulässt und so weiter. Rechtfertigt sich Gott da? Er gibt hier überhaupt gar keine Antwort und den Freunden auch nicht. Er muss sich nicht rechtfertigen. Er sagt nur: Jetzt hör mal zu, wer ich bin, sagt er zu Hiob. Ich habe hier die Welt geschaffen und schau mal, was ich alles gemacht habe. Warst du dabei? Hast du irgendeinen Einfluss gehabt, dass du existierst oder irgendetwas anderes? Er rechtfertigt sich nicht. Und er muss sich auch nicht rechtfertigen. Und genauso musste sich Jesus auch nicht rechtfertigen, als er angeklagt war, weil er Gott ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, heißt es in der Bibel. Und er muss sich für nichts rechtfertigen. Und wir dürfen ihm zwar Fragen stellen, aber wir können ihn nicht anklagen, weil er hat das Recht zu tun, was er will. Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Das ist der nächste Bibelvers. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Das ist Johannes 18, das ist eben auch die Passionsgeschichte. Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art oder mein Reich ist von ganz anderer Art oder nicht von dieser Welt. Da fragte Pilatus ihn: Also bist du doch ein König? Und Jesus sagte: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meint Pilatus? Was ist das? Wahrheit, was ist das? Das ist so eine Frage, das könnte auch gut in unsere Zeit passen, wo alles relativiert wird, oder? Gibt es absolute Wahrheit? Das ist im Grunde das, was Pilatus sagt. Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit? Wahrheit? Weiß doch keiner. Jeder hat doch seine subjektive Wahrheit, oder? Aber Jesus sagte auch einmal: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kann zum Vater kommen, als nur durch mich. Ich glaube, wir können, wenn wir als Christen und als Kirche viele gute Dinge tun, werden uns die Leute mögen, wenn wir so, sag mal, im Namen von Jesus gute Dinge tun, Sozialarbeit machen und Menschen helfen. Und dazu sind wir ja auch aufgerufen, das tun wir auch. Das werden die Menschen mögen und das wird ihnen gefallen. Aber eins gefällt ihnen nicht. Wenn wir sagen, es gibt nur eine Wahrheit, die ist nicht verhandelbar. Und das ist Jesus. Und das, was er sagt, das ist absolut. Das ist nicht relativ. Es gibt nicht viele Wege zu Gott oder viele Wege nach Rom. Es gibt nur einen Weg und die Wahrheit. Und das ist Jesus. Katha hat das erzählt, als sie anfing, in der Bibel zu lesen. Da sind ihr so die Augen aufgegangen. Und sie hat das erkannt. Genauso ging es mir auch. Als ich die Bibel las, als ich anfing, die Bibel zu lesen, da wurde mir plötzlich klar, das ist die Wahrheit. Und ich erkannte Jesus. Ich habe auch mit dem Neuen Testament angefangen. Ich habe zuerst die Offenbarung gelesen, weil ich immer wissen wollte, wie es ausgeht. Und dann das Johannesevangelium. Und ich habe erkannt, hier ist jemand, der die Wahrheit spricht. Und ich glaube, jeder, der mit einem offenen Herzen dran geht und sagt, hey, ich will die Bibel lesen und ich will wirklich wissen, ist das wahr, was da drin steht, der wird das erkennen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer die Bibel liest, der wird Jesus finden und erkennen, wenn er es mit offenem Herzen tut. Menschliche Macht, die Reiche und diese Reichtümer dieser Welt gegenübergestellt gegenüber Gottes Macht und seinem Reich, wenn uns mal die Augen aufgehen und wir wirklich einen Blick bekommen in das, was Gottes Reich ausmacht, dann werden uns eigentlich die,
die irdischen Reiche und die irdischen Reichtümer immer unwichtiger. Kann das jemand bestätigen oder nachvollziehen? Weil dieses Reich Gottes ist so kostbar und so wertvoll. Vielleicht kann der David vorkommen und ans Klavier kommen. David, wo bist du? Ist gerade nicht da. Irdische Dinge, Macht, Geld, Besitz und Lust vergehen, sagt die Bibel. Und Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze und Reichtümer auf dieser Erde. Die verrotten, die verrosten. Sieht vielleicht nach außen hin noch ganz gut aus, aber der Rost kommt. Ich musste jetzt gerade auch eine Reparatur machen lassen an meinem Auto. Da gab es so eine ganz kleine Stelle draußen, da hat es sich ein bisschen gewölbt am Kotflügel und da sah man, wie es sich so ein bisschen ausgebeult hat. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz schnell gemacht und dann haben sie das untersucht und das ganze Ding war innen drin so komplett verrostet. Von außen sah es noch ganz gut aus, da konnte man noch nicht viel erkennen. Aber so ist es mit den Reichtümern und den Dingen dieser Welt. Sie gehen schneller vorbei, als man denkt. Auch das Leben geht so schnell vorbei, oder? Die Bibel sagt, es ist wie ein Hauch. Die Leute, die schon älter sind unter uns, Lina, was sagst du? Geht das Leben schnell vorbei? Das ist schneller vorbei, als man denkt, oder? Und es geht wie ein Hauch. Und was dann zählt, was am Ende zählt, sagt Jesus, das sind die Reichtümer, die wir im Himmel haben. Die Schätze, die wir im Himmel gesammelt haben. Und diese Schätze werden wir eine Ewigkeit lang genießen können. Und durch Jesus sind sie uns garantiert oder durch Jesus sind sie uns geschenkt. Den letzten Vers. Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Und das tut, was er verlangt. Luther sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Halleluja. Ich habe das schon oft erlebt in meinem Leben, dass Gott ein guter Versorger ist. Nicht nur mit äußeren, mit materiellen Dingen, das auch, aber vor allem mit den viel wichtigeren Dingen, mit diesen Schätzen des Himmels, mit seinem Frieden zum Beispiel. Gott kann einen Frieden geben ins Herz, der ist unvorstellbar schön. Und eine Freude, die unabhängig ist von Umständen. Und eine Liebe, die uns kein Mensch schenken kann. Sehnst du dich nach diesen Reichtümern? Sind sie dir wichtiger als die Dinge, die diese Welt bieten kann? Lass uns mal zusammen aufstehen, einfach als Zeichen, wir stehen vor Gott miteinander. Am Ende von dieser Predigt heute. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir in deiner Gegenwart hier uns versammelt haben, in deiner Nähe. Du bist hier mitten unter uns, sagst du, wo schon zwei oder drei zusammen sind, bist du da. Und wir spüren auch und wir merken, du bist hier. Wir haben es in der Taufe erlebt, im Lobpreis, in der Anbetung. Auch jetzt gerade spüre ich, dass du mit deinem Geist durch die Reihen gehst und dass du uns fragst, was ist dir am wichtigsten? Welche Reichtümer suchst du? Welches Reich suchst du? Möchtest du nach denen die Dinge haben, die wirklich zählen?
Und ich denke, Gott klopft an viele Herzen gerade im Moment. Und fragt dich, darf ich dein ganzes Herz haben? Darf ich dein ganzes Leben haben? Lieferst du mir alles aus? Vielleicht bist du ja dran, bei der nächsten Taufe dabei zu sein und kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte auch dieses radikale Bekenntnis abgeben, mein alter Mensch, der nach falschen Dingen falsche Prioritäten gesetzt hat in seinem Leben, der soll sterben, den will ich begraben. Ich will ein neues Leben anfangen und für die richtigen Dinge leben. Ich will für Jesus leben und für das, was Gott wichtig ist und was für ihn zählt. Vielleicht bist du der Nächste, der hier bei der Taufe vorne stehen wird. Und du kannst jetzt in deinem Herzen heute eine Entscheidung treffen und das für dich festmachen. Und wenn du schon getauft bist und wenn du schon diese Entscheidung getroffen hast, mein ganzes Leben gehört Jesus, mein alter Mensch ist gestorben, dann mach es heute wieder neu fest. Mach es neu fest und sag, hey, ich merke, das alte Leben und der alte Mensch, der ist schon wieder viel zu stark geworden und ich will, dass er im Grab bleibt. Und dass das zählt, was für Gott wichtig ist. Vater, ich bete jetzt für mich selber, ich bete für jeden, der hier ist heute, dass du durch deinen Geist das in uns wirkst. Wir können das nicht selbst, wie wir vorhin auch von Petrus gehört haben, der sich selber überschätzt hat. Wir können eigentlich nichts aus uns selber und wir brauchen dich auch für diese Entscheidung, dass unser ganzes Leben, unser ganzes Herz dir gehört. Hilf uns dabei. Bitte hilf uns dabei, Heiliger Geist, dass wir komplett für dich leben, dass wir Reichtümer für den Himmel sammeln, nicht mehr Schätze hier auf der Erde. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Danke. Ihr dürft stehen bleiben und die Täuflinge dürfen jetzt nach vorne kommen. Wir wollen jetzt für euch beten und euch segnen. Und ihr dürft das von eurem Platz aus mittun.